Das ist hier einfach so eine alte Stadt und alles ist so überwuchert, überwachsen. Das ist ja echt richtig, richtig geil. So eine Stadt? Wow. Das ist echt geil. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DayZ. Da seht ihr noch das schöne Gefängnis. Ja, war ja leider nicht so erfolgreich, aber viele, viele Zombies. Also eigentlich nichts für einen Solo-Gänger. Das war schon halb größenwahnsinnig, was wir da gemacht haben. Oh. So, wir haben ein bisschen Durst. Ansonsten geht es uns recht gut. Unsere Sachen sind alle noch. Sind nicht mehr durchnässt. Oh, das ist schön. Nicht mehr durchnässt. Oh, jetzt laufen wir erstmal durch. Da ist jetzt schon der Ort. Ist da jetzt schon der Ort? Lau! Dann müsste eigentlich direkt da gegenüber schon was sein. Alter! Das finde ich aber jetzt schön. Dass die hier, wie heißt es, also die Ruinen von den Häusern nochmal überarbeitet haben. Also das finde ich jetzt sehr schön. Wirklich schön zugewuchert alles. Und wir müssen erstmal unser Inventar ein bisschen entleeren und alles, was wir jetzt nicht brauchen an Zeug, was sonst können wir nicht mehr rennen. Aber das hier ist wirklich geil. Also das ist hier wirklich cool gemacht. Da muss ich jetzt wirklich sagen, Props an die Entwickler, das ist hier schön. Das sieht auch apokalyptischer aus, will ich mal sagen. Als jetzt so diese Standard-Ruinen, wo ihr kennt natürlich. Jetzt nebelt es aber auch schon wieder. Aber das ist echt schon cool mit den Gebäuden. Also muss ich echt sagen, die schauen sehr, sehr realistisch jetzt aus. Das ist aber echt saumäßig cool gemacht. Warum solche Sachen nicht noch mehr? Das ist das Einzige, was ich bis jetzt an Lifornia nicht verstehe, ne? Die hätten auch alte Strukturen, weil das sind ja auch alte Strukturen teilweise, aber halt neu gemacht. Das ist doch affengeil, sowas. Schaut euch das mal hier an. Warum nicht mehr von hier? Von sowas hier. Das ist ja richtig geil hier. Das ist hier einfach so eine alte Stadt und alles ist so überwuchert, überwachsen. Das ist ja echt richtig, richtig geil. So eine Stadt? Wow. Das ist echt geil. Muss ich sagen, weil es ist halt mal was komplett anderes. Es ist einfach mal was komplett anderes. Und da frage ich mich, warum haben die nicht mehr von komplett anders gemacht? Na, da spreche ich jetzt auf die Standardhäuser wirklich zu. An, meine ich. Warum? Das verstehe ich jetzt hier echt nicht. Das ist doch so geil. Das kann mich keiner weismachen, dass keiner sagt, dass das sowas hier nicht will. Ist das sowas von cool? Das ist echt cool, eine coole Stadt. So, jetzt müssten wir da so circa sein. Also, das müsste die erste Straße sein, normalerweise. Drücke ich mal jetzt die 8. Steuerung V. Aufklappen. Müsste ich jetzt östlich laufen. Normalerweise. Irgendwie so östlich. Wir laufen jetzt einfach mal so rüber. Hier sollte noch mal was Militärisches sein, aber sowas, das finde ich bis jetzt das Beste von Lifornia. Lifornia so sieht ganz anders aus, spielt sich auch ganz anders. Die Menschen verteilen sich auch viel besser, finde ich. Aber auch das hat so eine verlassene Geisterstadt, also wirklich eine Geisterstadt mit relativ wenigen Zombies. Ist ja auch Wurst, könnten meinetwegen auch mehr Zombies sein, aber schaut euch das mal an. Wie geil schaut denn das hier bitte schön aus? Na? Das schaut auch hier echt mega aus. Diese alten verlassenen Häuser. Das schaut echt mega aus. Wupp. Läuft ein einzelner Zombie. Dich erlösen wir von deinem Leid. Oh!
Alter, schrei doch nicht so rum! Geht doch ein Herzinfarkt. Das kann ich gar nicht nachmachen. Okay, ich hock mich mal kurz hier ins Gebüsch. Dann schauen wir mal kurz wegen Patronas, Madonas. Tun die ganze Munition mal hier wieder ein bisschen wegböllern. So. Dann hier oben hatten wir noch eine Zuhe. Hopp. Schnipp, dip, dip. Wunderbar. Gut. Jetzt haben wir 35, 35, 35. Das Maximale. Ja. Okay. Dann können wir die da schon mal wegschmeißen. Wir haben eh keine Waffe dafür momentan. Hier, das wollte ich in meine Hand packen. Magazin leeren. Blub, 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 blub. Okay, das sind 0 Schuss drin. Weil die hier sind wirklich praktisch. Aber, KM. Ist halt die Frage. Welches davon wird man wahrscheinlich ja brauchen, nicht? Etwa 1 Kilo, etwa 0,5. Wir lassen erstmal beide da. Er wiegt ja trotzdem 1 Kilo. Jetzt müsst ihr mal überlegen. Die beiden Gegenstände 1,5 Kilo. Das ist echt viel. Das ist echt viel. Ich tu die. Okay, die habe ich in der Hand. Tu die leer machen und dann auch hier hinlegen. Wir lassen jetzt echt wirklich den ganzen Schrott, was wir wirklich nicht brauchen, lassen wir da. Die Munition nehmen wir mit, dass wir wirklich allround ein bisschen abgesichert sind, wenn wir was Geiles finden. Aber wie gesagt, ein Sturmgewehr, das wäre echt schon noch recht geil. Irgendein KA oder irgendwie sowas, wo wir richtig nochmal knattern können. Weil, ja, das wäre vielleicht echt nochmal geil. Das legen wir auch nochmal weg. Gut, jetzt sind wir doch wesentlich leichter schon mal. Hier oben müsste nochmal was Militärisches sein. Theoretisch. Müssen wir mal gucken. Was ist denn da? Das sieht doch schon mal gut aus. Ist das das? Das könnte es sein. Das könnte doch hier was sein. Ja. Oh. Hier liegen Zombies. Jetzt müssen wir aufpassen. Geistert auf jeden Fall jemand rum. Von alleine sterben die Zombies ja leider nicht. Da hinten sind Baracken. Hier liegen die Zombies. Entweder ist einer von derselben Position gekommen wie wir. Ja, moin. Oh nein. Ich will jetzt nicht schießen. Gut. Da liegen zwei Zombies. Müssen wir ja aufpassen. Klar wie immer, aber wenn da so schon Zombies rumliegen, müssen wir doch ein kleines Stückchen mehr aufpassen. Gut. Handschutz brauchen wir nicht. Wasserfester Rucksack. Was liegt da oben drauf? Ein Leuchtstab? Ein Tarnnetz. Das kann man doch über seine... Konnte man nicht das da irgendwie drüber machen? Ich weiß es nicht mehr. Wie konnte man das Tarnnetz verwenden? Einzelte kann genutzt werden, um Gebäude zu tarnen oder einen temporären Unterschlupf. Nee, nee. Aber irgendwie gab es doch auch mal. Ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz. Die erledige ich mal gleich. Weg mit dir. Sicher ist sicher. Ich glaube, viel mehr ist hier eigentlich nicht. Da läuft ein Zombie rum. Da drin könnte vielleicht noch was sein.
Aber da ist schon zu viel eigentlich schon wieder los. Oh, da hat mich jetzt gesehen. Langsam mal mit dem Bogen raus. Aber warum muss es hier andauernd regnen? Richtig unangenehm. Da hocken keine Zombies. Ist alles voll. Es ist echt krass, wie viele Zombies unterwegs sind. Also man kann viel sagen über Lefonia. Aber zombie-technisch sind hier deutlich mehr unterwegs als im normalen DayZ. Deutlich mehr. Gut. Schön ruhig bleiben. Die nehmen wir mal mit. Können notfalls schießen. Also, ne, falls da was Böses passiert. Strickmütze brauchen wir nicht. Aber ich glaube, der, wo hier war, ist auch schon weitergegangen. Der kann nicht lange vor uns da gewesen sein. Das auf keinen Fall. Aber es bringt nichts, hier ist nichts. Wir gehen weiter. Keinen Sinn, wenn wir hier noch rumgammeln. Irgendwo war hier jemand. Definitiv. Definitiv. Es ist halt nur die Frage, wie wir es jetzt am besten machen. Gut, ich drück mal kurz meinen klugen Kompass. Gehen wir hier ins Gebüsch. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde potenziell sagen, dass wir eher Richtung Süden gehen. Muss mal kurz schauen. Ja. Potenziell würde ich sagen, dass wir eher Richtung Süden gehen. Ja, pur, wenn wir jetzt pur Richtung Süden gehen, ist, denke ich, das Beste. Wir laufen jetzt erstmal eine Strecke Richtung Süden. Das ist, denke ich mal, das Beste, wenn wir das machen. War da jetzt Süden? Hier entlang Süden, gut. Mal kurz schauen. Sicher, sicher. Weiß er doch nicht, was da passiert. Wir laufen jetzt auf jeden Fall Richtung Süden, weil das Camp da... Ja, das kann man schon als kleines Camp bezeichnen. Das ist ein Flop. Das ist ein Flop. Bleibst du da hinten stehen? Das wäre äußerst nett. Äußerst, äußerst nett. Ach man, dieser Regen. Alter, wie oft hatten wir in dem normalen DayZ Regen? Also das hatten wir vielleicht ein, zwei Mal. Aber so wie jetzt hier. Hatte ich noch nie Regen. Okay, es waren ja bis jetzt erst jetzt hier 3 Folgen. Und das von 2 Folgen Regen. Oder? Wie viele Folgen ist das jetzt hier? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. 3. Oder ist das jetzt hier schon 4. Nee. Nee, 2. Ja, doch, die 3. Passt. Hier. Alter, hier ist ja voll die Wildnis. Rechts, links, nichts, links. Rechts. Habe ich jetzt rechts, links, links, links gesagt? Rechts, nichts. Links, nichts. Überall nichts. Ich glaube aber, auch rechts auf meiner Karte, das müsste halt ein Radarturm sein. Entweder, ja, was anderes kann es nicht sein eigentlich. Wir sind jetzt da so runter schon gelaufen. Das müsste ein Radarturm sein. Ja, ein Radarturm. Und dann nach rechts sehe ich gerade, wenn man ist da... Gibt es da sehr viele Waffen? Das müsste normalerweise der Turm da sein. Von meiner Karte her. Dann müssen wir da unten sein. Und dann nach rechts kann man. Ist da Radunin? 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 Oder wie das heißt. Und da gibt es dann auch Waffen und anderes Zeug.
also Rüstungszeug und. Und dann weiter hoch, dann wieder Richtung Nordwesten gibt es auch wieder eine Basis. Mich würde aber potenziell mal die größere Basis interessieren, wo ich euch letzte Folge mal gezeigt habe. Die im Süden. Oh, was sind das hier? Hm? Da. Da könnte man jetzt einen schönen Schuss machen und dann. Puh, hätten wir was zu essen, aber. Brauchen wir nicht. Ich habe Dosenfleisch. Ist aber echt so. In DayZ. Ich wüsste gar nicht, wann ich mal ein Tier erlegt habe. Außer wenn es mal ein Huhn war. Ich habe zweimal oder dreimal zwischendrin mal ein Huhn erlegt. Aber ansonsten. Von Ziegen habe ich mich auch schon mal ernährt. Aber die habe ich mich auch nicht hier so. Ah, bist du brave Ziege. Boah! Stellt euch jetzt mal vor, das wäre eine Ziege vom Goat Simulator gewesen. Bitte nicht. Dann wäre ich jetzt auch im Nirvana. Stößt mich einfach 15 Kilometer weg. Obwohl, es gibt ja einen Zombie-Goat Simulator. Also im Goat Simulator gibt es ja da eine Zombie-Ziege. So, ist das Zeug hier ein bisschen trocken. Ist ein bisschen demoliert, demoliert. Marklos. Wie geht's alles? Unsere Achse ist auch demoliert. Ja gut. Ist logisch, wenn die halt so durch 15.000 saftige Zombie-Köpfe durch muss. Aber auf der Karte ist da nämlich auch ein Helikopter-Spawn abgebildet. Ein Panzer. Ich begrüße Sie, Panzer. Das ist echt schon. Den hat's zerlegt, Junge. Das müsste das aber sein. Dann können wir mal nach rechts laufen, weil da gibt es auch nochmal Militärloot. Da gucke ich gleich mal mit meinem Gewehr nochmal hin. Da haben wir wieder was Schönes gefunden. Ist wohl jemand abgeschmiert. Können wir mal schauen, vielleicht finden wir was Geiles. Wir hatten ja schon mal Glück. Aber ist halt hier auch ein bisschen auffällig hier. Nicht sterben. Wo kommst denn du hier? Na, verdammt. Den lasse ich einfach mal im Flugzeug, Helikopter drin. Feldrucksack. 90 haben wir ja schon. Wunderbar. Etwas dabei, brauchen wir nicht. Verdammt, wir sind verletzt. Schnell verbinden. Verdammt, jetzt kommt der schon wieder. Oh. So, wunderbar. Gut. Unsere hat ja auch 90 Platz. Ist auch nichts weiter. Die Minigun wäre geil. Ne, ansonsten. Ein Barett brauchen wir nicht. So, da. Pilotenbrille. Das wäre doch geil. Nee. Ansonsten brauchen wir hier nichts. Da verschwinden wir auch jetzt hier lieber gleich. Puh. Jetzt sehen wir awesome aus. Mann, immer zu nass alles. Das ist ekelhaft. Da hinten läuft der Zombie rum. Komm hier rein. Hier ist eine Tür offen. Ha, cool, das können wir auch aufmachen und schließen. Sturmrucksack. Wisst ihr was? Was haben wir da oben?
ACB brauchen wir nicht. Wisst ihr was? Lass dir schmecken. Flasche lasse ich aber da. Sollen andere dann glücklich werden? Wunderbar. Weg damit. Kann ja jemand anders noch als nützlich finden. Nützlich ist alles mal. Es ist auf jeden Fall, aber ich sehe auch noch mal was zu trinken. Kann sich ja nicht beschweren. Wer hier reingeht, der wird auf jeden Fall belohnt. Hat sich hier jemand eine Basis gemacht? Hier ist auf jeden Fall Brennholz. Da hinten war das Wrack, wo wir waren. Und von hier aus müssten wir eigentlich nur nach Osten. Okay, hier hat sich auf jeden Fall jemanden. Wollte sich hier zumindest ein bisschen was machen. Aufpassen, nicht, dass jetzt hier gleich einer zurückkommt. Die wir mal gleich bereit machen. Schnell mal hier ins Gebüsch. Osten. Die Richtung. Gut. Die Richtung müssen wir. Da hinten? Nee, das ist doch. Welcher Absturz? Ah, nee, doch, das ist der östliche. Verdammt! Wir waren kurz vor der Stadt, wo ich hin wollte. Dann müssen wir ein bisschen so laufen, ein bisschen versetzt, ja. In die Richtung, ja. Da kommt dann nochmal ein größeres Militärcamp. Wir laufen auf jeden Fall nochmal bis zu den dicht drin weiter hinten rechts. Okay. Naja, da hätte ich auch zuerst in den Turm gekonnt und dann zu dem Wrack da unten. Aber da oben so eine Basis als Turm ist auch eine schöne Sache. Auch wieder auf einem höheren Hügel. Kann man bis ins Tal runter schauen. Optimal. Sowas ist echt optimal. Nur, dass wir andauernd nass sind, das passt mir echt überhaupt nicht in den Kragen. Das ist ein bisschen störend. Finde ich zumindest. Da haben wir auch nicht so viel Ausdauer, das ist übelst. Boah! Habt ihr gesehen, diese eine Partikel von diesem Baum hier? Jetzt dachte ich, da rennt ein Spieler. Seht ihr den einen Partikel? Der da mal auftaucht? Boah, jetzt dachte ich, da würde ein Spieler rennen. Mir hat es jetzt meinen kompletten Magen umgedreht. Boah, ich weiß nicht. In DayZ, wenn ich einen Spieler sehe, dreht es mir komplett den Magen rum. Er kann zwar freundlich sein, ne? Aber ihr wisst die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen trifft, da er nicht gleich über den Haufen schießt, ist wirklich gen null. Das wisst ihr, ja? Habt ihr auch sicherlich auch selber schon mal am Leib gespürt oder gesehen oder. Oder auch, ja, letztens da beim Militärcamp. Oh, Junge, Junge, Junge. Da dachte ich jetzt auch, holla die Waldfee. Und ja, ich denke mal, von soweit haben wir es auch schon wieder von dieser wunderschönen Folge DayZ. Ich stelle mich hier ins schöne Gebüsch, dass wir nicht so gesehen werden, wenn wir spawnen. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.